Für viele ist Inkontinenz nach wie vor ein Tabuthema. Dabei sind rund die Hälfte aller Frauen, vor allem nach einer Schwangerschaft, aber auch viele Männer im höheren Alter betroffen. Ein Hustenanfall oder mehrmaliges Niesen reichen aus und das Malheur ist passiert. Dennoch muss sich keiner für sein Schicksal schämen und sich schon gar nicht damit abfinden, denn es gibt viele konservative und auch invasive Therapiemöglichkeiten, die individuell angepasst die Lebensqualität der Betroffenen extrem verbessern können. In der nächsten Ausgabe der Veranstaltungsreihe Medizin im Dialog beantworten die Gynäkologin Dr. Laila Najari und der Urologe Dr. Sayat Rachnamai ihre Fragen zum Thema Harninkontinenz. Treffpunkt ist Dienstag, der 7. Mai 2019 um 18 Uhr im Forum M der Mayerschen Buchhandlung. Übrigens, Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Deshalb dürfen Sie sich als regelmäßiger Gast unserer Veranstaltungen über wertvolle Prämien freuen. Einfach Bonusheft abstempeln lassen und schon nach 2 Besuchen erhalten Sie ein erstes Geschenk. Alle Infos unter www.mid.ukaachen.de.